Ich möchte versuchen, noch einen anderen Blickwinkel in die Diskussion zu bringen. Wer schon bei CEP das Netzveranstaltung zu diesem Thema da war, weiß, dass ich gerne auch systemisch mir das Ganze nochmal anschaue. Und das ist auf der einen Seite ein Schwerpunkt. Dann möchte ich ein paar Beispiele geben, wo wir aus meiner Sicht eigentlich gerade sind. Und am Ende auch ein paar generelle Fragen noch in den Raum geben, weil mich auch interessiert, was Sie hier, die Teilnehmenden, vielleicht auch noch an Input und Feedback haben, weil wir ja gerade auch an unserer Stellungnahme arbeiten. Der Konsultationsprozess wurde angesprochen. Der Link ist hier im Chat. Und bitte beteiligen Sie sich, aber dazu sage ich dann am Ende noch mal was. So, meine Präsentation fängt so an. Genau, Sie haben hier eine Reihe von Papieren, die wir schon verfasst haben, zu diesem oder ähnlichen Themen, also Schwerpunkt illegale Inhalte auf den Plattformen und wie damit umgegangen werden kann und soll. Die sind alle auf unserer Website zu finden. Das Ganze ist ja eingebettet, der Digital Services Act, in die European Digital Strategy. Die europäische digitale Zukunft soll da gebaut werden. Wir reden hier wahrscheinlich auch wieder von einem Zeitraum von 20 Jahren, der hier gestaltet wird. Deswegen lohnt es sich wirklich, sich damit zu befassen. Und wie Hans schon gesagt hat, es geht auch noch um den Digital Markets Act, also um die Regulierung der wirtschaftlichen Zusammenhänge, Kartellrecht und Ähnliches. Das Hauptziel des DSA, und das ist ja unser Schwerpunkt, ist, einen safer Digital Space for all users to be protected. Ja, also das ist schon ein ganz essentieller Punkt. Und danach, finde ich, muss man den Entwurf auch am Ende bewerten. Und das Ganze wäre rechtsverbindlich für die Mitgliedstaaten. Ist also keine Richtlinie, sondern eine Regulierung. Es ist ein ambitionierter Entwurf. Dazu haben Hans und Steffen schon was gesagt. Aber die Kommission zementiert das Wunderkinderprivileg. Und das kommt aus den USA. Da hat man sich 1996 im Rahmen der Regulierung dort überlegt, brauchen wir für die Unternehmen, die im Internet aktiv sind, andere Regeln, als wenn die gleichen Unternehmen in der Offline-Welt aktiv sind. Und die haben gesagt, ja, wir müssen hier einen besonderen Rahmen bauen, um diese neue Technologie zu stützen und zu schützen. Diese Wunderkinder der Technologie haben ein besonderes Privileg bekommen. Dazu gleich mehr. Wir haben auch eine Stellungnahme eingereicht, natürlich im ersten Konsultationsverfahren zum Entwurf des DSA. Schwerpunkte von uns waren, dass verboten werden muss, verhindert werden muss, dass illegale Inhalte nicht nur verfügbar sind, sondern auch noch durch Algorithmen empfohlen werden. Und das haben wir ja permanent festgestellt, dass Transparenz nicht irgendwelche PR-Marketing-Berichte der Unternehmen sind, weil die ja niemand überprüfen kann, sondern dass die verständlich sein müssen und eben überprüfbar. Dass man vom NetzDG lernt und es baut auf dem auf, was Steffen gerade sagte, dass Notice and Action, Notice and Takedown einfach nicht funktionieren als Hauptinstrument zur Moderation der Plattform. Wir sehen das NetzDG als Disproof of Concept, also als Beleg dafür, dass es nicht funktioniert. Und wenn Sie sich diese kürzliche Studie zur Wirksamkeit des NetzDG angeschaut haben, wo auch die Zahlen des von der Bundesregierung beauftragten Unternehmens genannt sind, das also regelmäßig als Nutzer getarnt illegale, aus Sicht derer Juristen offensichtlich illegale Inhalte meldet, dann sind die Zahlen dort auch zwischen 30 und 80%. Beim offensichtlich illegalen Inhalten werden nur je nach sozusagen Plattform, je nach Untersuchungszeitraum pendeln die sich ein bei 40 bis 50% im Durchschnitt. Das ist das, was Notice and Takedown tun kann bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten, wo es nicht um Grau wirklich, ist immer eine Grau dabei, weil am Ende entscheiden Gerichte. Aber bei dem Bereich, wo praktisch Extremisten in ihrem Profil illegale Inhalte hochladen, da kommen wir auf ganz verheerende Ergebnisse. Und das ist aber auch hier die Grundlage der Moderation im Digital Services Act. Und wir haben natürlich deswegen auch die Aufforderung uns gewünscht, dass proaktiv nach illegalen Inhalten gesucht wird, so wie es ja zum Teil gemacht wird, eben
Kinderpornografie oder auch illegale Pornografie generell, Urheberrechtsverletzung. Das findet ja alles statt, nur in dem Bereich eben nicht. Und das liegt nicht daran, dass wir totale Fans davon sind, sondern wir sagen, regulierte, proaktive Maßnahmen mit Transparenzvorgaben sind am Ende ein größerer Bürgerrechtsschutz als das, was gerade läuft, dass eigentlich niemand außerhalb der Unternehmen genau weiß, was da los ist. Und wir wollten natürlich, dass geschaut wird, was in anderen Industrien gelernt wurde bei der Regulierung, an Fehlern, an bewährten Praktiken. Was kann man eigentlich abkürzen von der Lernkurve? Die Unternehmen, die versammeln sich in Europa bei .Europe, also die großen, so Amazon, Airbnb, Facebook, Google, und die finden den DSA toll. Die finden den DSA toll, insbesondere das Haftungsregime. Das ist ein Zitat aus einer Stellungnahme, weil der nicht nur, das nicht nur fortgeschrieben wird, sondern auch noch festgeschrieben und verstärkt. Ja, also weil davor die E-Commerce-Direktive war ja eben nur eine Richtlinie. Jetzt würde das Ganze als Regulierung verbindlich für alle Mitgliedstaaten gelten. Und man sagt auch in der Würdigung der letzten 20 Jahre, dass insbesondere auch der Schutz der Grundrechte im Online-Bereich sehr gut funktioniert hat. Also die Industrie sagt, sie sind happy mit dem Entwurf, es gibt in dem Bereich keinen Veränderungsbedarf. Und da habe ich mich eigentlich gefragt, wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass die Haftungsfreistellung von Unternehmen, For-Profit-Unternehmen, eine gute Idee ist? Weil das gibt es ja in keiner anderen Industrie. Und das geht zurück auf einen Fall in den USA, Los Angeles, 1956. Ein Mr. Smith hat einen Zeitungskiosk betrieben und ein Sittenpolizist hat dort ein Buch gefunden, in dem es um sexuelle Inhalte ging, und das war aus dessen Interpretation verboten. Mr. Smith musste ins Gefängnis und hat geklagt bis zum US Supreme Court. Und der US Supreme Court hat gesagt, ein Zeitungskioskhändler, Betreiber ist nicht verantwortlich für das, was in den Büchern steht, außer er wusste, was da drin steht oder hätte es wissen sollen. Knew or should have known. Das ist die Grundlage für dieses Section 230, die viele hier schon kennen, von 96 für die E-Commerce-Richtlinie und bis heute der Entwurf von DSA. Basiert auf dieser Grundentscheidung, dass der Betreiber eines Zeitungskiosks nicht für die Inhalte der Bücher und Zeitungen verantwortlich ist, die er verkauft. Interessanterweise ist diese Section 230 aber so konstruiert worden, dass die Moderation explizit erlaubt. Also man wollte sagen, ihr Online-Plattformen, ihr dürft moderieren und ihr würdet trotzdem nicht haften. Man wollte also Moderation herbeiführen, ohne dass die dafür haften müssen, was sozusagen passiert, wenn sie was nicht entfernen. Also man hat aber vergessen, die Anreize für wirksame Moderation zu schaffen. Man hat geglaubt, dass die Plattformen das von sich aus machen oder dass die User einfach mit den Mausklicks abstimmen. Also Plattformen, die nicht ordentlich moderiert sind, die verlasse ich einfach. Warum gibt es trotzdem mangelhafte Moderation? Weil das betriebswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn machen würde, besonders viel Geld zu investieren, besonders viele IngenieurInnen darauf anzusetzen, für eine Leistung, die nicht zwingend notwendig ist, wenn die gleichen IngenieurInnen mit der gleichen Zeit Geld verdienen könnten für das Unternehmen. Das ist betriebswirtschaftlich völlig nachvollziehbar, da wo wir gerade sind. Jetzt mal ein Beispiel aus der Geschäftsmodellpraxis. Das ist jetzt Facebook zum Beispiel, Kampf der Nibelungen. Einige hier wissen, das ist eine Sammelbewegung der gewaltorientierten Rechtsextremen in Deutschland, auch transnational. Da treffen sich die ganz harten Jungs und trainieren für den Umsturz, für die Überwindung der Demokratie. Wenn man da draufklickt, fächert sich das auf. Weitere Kampfsportveranstaltungen, rechtsextrem. Dutzende Läden, wo man sich die T-Shirts und die Sportklamotten und die Nahrungsergänzungsmittel bestellen kann. Das ist alles auf Facebook. Facebook bemüht sich aber, weil wenn ihr da in die Mitte schaut, da steht, wir möchten unsere Community schützen. Die wissen also, dass Kampf der Nibelungen extremistisch ist und sagen, naja, vielleicht ist es besser für dich, du klickst hier mal auf das Violence Prevention Network, das ist eine sehr gute Organisation, und informierst dich über Extremismus. Das ist sozusagen ein Nudge. Die User haben die Möglichkeit, entweder in den Tunnel des Rechtsextremismus einzusteigen oder sich darüber zu informieren, wie man aussteigen kann.
Wichtig ist darunter die Anzeige Meditation in Motion. Ja, also das ist in meinem Profil anscheinend, glaubt Facebook, ich sollte mich mehr mit Meditation befassen. Das kann sein. Ist jetzt nicht so mein Thema. Wenn ich das immer wieder angebe, kommen andere Empfehlungen, aber das zeigt für mich sehr gut. Also die Plattform weiß, was los ist. Sie hat mit einer externen NGO, bietet sie was an, aber verdient natürlich weiterhin Geld damit. Für mich sozusagen das perfekte Gatekeeper-Geschäftsmodell. Und das ist genauso auf YouTube, auf Google, auf Instagram, auf Spotify, nur ohne diesen Community-Schutzhinweis. Nämlich Facebook engagiert sich aus meiner Sicht mehr als die anderen Plattformen in dem Bereich. Das ist jetzt Kampf der Nibelungen. Wenn man da so ein Bild im Kopf brauche, wer sich da so rumtreibt, bis zu 800 Leute, hauptsächlich Männer, die sich da versammeln. Die Veranstaltungen in der realen Welt werden in der Regel verboten. Wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit auf den großen Plattformen sind die alle präsent. Also das ist sozusagen das Geschäftsmodell in der Praxis, von dem ich gerade rede. Das ist kein illegaler Inhalt, sondern hier geht es um das Geschäftsmodell, das dahinter steckt. Ja, also die sind nicht verboten. Es geht ja auch um verbotene Organisationen. Dazu haben wir schon ganz viel Webinare und alles gemacht. Hier geht es um das Geschäftsmodell, wie das in der Praxis aussieht. Da habe ich mich gefragt, was ist hier eigentlich los? Ich bin seit 2015 in diesem Thema. EU Internet Forum. Und seitdem sehe ich, dass die Policy-Teams der Plattformen immer weiter anwachsen. Es gibt coole Pilotprojekte mit CSOs, NGOs, aber an den Problemen wird dann immer nur ad hoc herumgeschraubt, aus meiner Sicht. Und das liegt, glaube ich, danach, dass, ist meine Hypothese, es signifikant kostengünstiger ist und weniger komplex, immer mehr fähige Public Policy und Government Relations Manager einzustellen, als ProgrammiererInnen mit der technologischen Lösung der Probleme zu beauftragen. Das ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar, weil es einfach nicht ausreichend hervorragende ProgrammiererInnen gibt. Es ist also aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, mehr Leute einzustellen, die klug sind und mit uns reden, mit mir in Workshops sitzen und mir erklären, was man alles machen kann, während diejenigen, die tatsächlich die Plattform bauen, sich mit dem Geldverdienen befassen. Also ich habe ganz tolle Kollegen, die zu den Plattformen gewechselt sind aus der Zivilgesellschaft, die machen eine super Arbeit. Aber ich glaube, dahinter steht diese betriebswirtschaftliche Überlegung, dass es einfach mehr aus Sicht des Unternehmens sinnvoll ist, sich mit uns, dass wir praktisch beschäftigt werden und dass man coole kleine Projekte macht, während weiterhin der Umsatz, der hohe Milliardenumsatz, wir sind hier bei den Gatekeepern, stattfindet mit der knappen Ressource ProgrammiererInnen, dass die sich eben aufs Geldverdienen konzentrieren. Die paradoxe Logik dahinter ist ja, dass alles, was wir tun, sobald wir Login gemacht haben, durch Content Recognition Systems analysiert wird. Alles. Alles, jeder Klick, jedes Verweilen, jedes Nichtstun wird analysiert auf die Vermarktbarkeit hin für diese Werbeprofile, diese Avatare, die wir sozusagen anbieten, dadurch letzten Endes für dritte Werbekunden. Trotzdem werden die Unternehmen weiterhin so behandelt wie ein reiner Zwischenhändler, wie ein Zeitungskiosk. Mit diesem de facto Haftungsausschluss, de facto sage ich, dass mir kein erfolgreiches Urteil bekannt ist, wo die großen Plattformen jemals tatsächlich verklagt wurden. Und deswegen gibt es hier eine selektive und simulierte Blindheit der Plattformen gegenüber illegalen und schädlichen Inhalten, obwohl ja Section 230, die E-Commerce-Richtlinie und der DSA eine Moderation ohne Haftung möglich machen. Und das ist, wie gesagt, betriebswirtschaftlich sinnvoll. Warum denn viel Geld und IngenieurInnen in die Moderation sozusagen zu packen, wenn das gar nicht nötig ist, wenn man auf der anderen Seite Policy-Leute hat, die uns in Webinaren und Meetings erzählen, dass sie uns verstehen und dass es gute Sachen gibt und dass man mal was machen sollte. Es ist wirklich aus unternehmerischer Sicht ein relativ kluger Ansatz. Ganz kurz zum Markt, weil das hängt damit zusammen, der Wettbewerb. Wenn wir uns jetzt die Olympiade der Tech-Unternehmen vorstellen, in der Disziplin Social Media, wer tritt denn da gegen Facebook an? Wenn man so jetzt einen 100-Meter-Lauf der Social-Media-Plattform, wer steht neben Facebook? Gibt es überhaupt jemanden? Gibt es da einen Wettbewerb? Bei den Suchmaschinen gibt es DuckDuckGo und Bing und noch so ein paar andere. Bei YouTube, wer ist der Wettbewerber in Video-Sharing-Plattformen bei YouTube?
bei Airbnb, bei Twitter, bei TikTok. Es gibt überhaupt keinen Wettbewerb mehr. Wettbewerb im klassischen Sinne, dass unklar ist, wer gewinnt und dass es ungefähre Chancengleichheit gibt. Innovation, ganz wichtig auch für den Digital Markets Act. Die Innovation besteht im Moment dadurch, dass die großen Plattformen kleine potenzielle Wettbewerber einfach aufkaufen und dadurch ihre Monopolposition verstärken. Auch das ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. Das ist in unserem Wirtschaftssystem so vorgesehen. Es macht keinen Sinn, sich als Unternehmen zu beschränken, wenn man gut wachsen kann. Und deswegen Reality Check. Digital Services, insbesondere Gatekeeper, sind Unternehmen, deren Geschäftsmodelle auf der Vermarktung der Userdaten aufgebaut sind. Das Ziel ist die Gewinnmaximierung offensichtlich. Das ist völlig in Ordnung. Und diese privaten Unternehmen haben keinen Auftrag, einen wertvollen Beitrag zur Demokratie zu leisten. Das, was sie leisten, ist freiwillig und willkürlich, so wie wenn BMW oder McDonald's sich da engagieren würde. Sie sind nicht öffentliche Orte für freien Meinungsaustausch oder Grundrechtsschützer. Das ist nicht ihre Aufgabe. Sie sind da so ein bisschen reingerutscht aufgrund der geschilderten Monopolfunktion und der fehlenden Interoperabilität zwischen den verschiedenen Services. Der Status quo, den ich hier beklage und ich glaube im Prinzip alle auch, ist das Resultat von Politikversagen, von Regulierungsversagen und nicht die Schuld der Unternehmen. Denn es geht nicht um Gut oder Böse. Es gibt offensichtlich viele nützliche Anwendungen. Ich nutze YouTube regelmäßig und Facebook auch, ja. Aber das Businessmodell ist toxisch, weil es auf dem größtmöglichen Dateninput der NutzerInnen basiert, koste es, was es wolle. Analog Steuerschlupflöcher, da können wir uns alle drüber beschweren. Steuerparadiese, bla bla bla, es ist legal. Und solange es legal ist, werden es Unternehmen nutzen, solange sie können. Gleiche mit Auto und Verbrennungsmotor. Die Autoindustrie hat sich gegen die Nackenstütze gewehrt, gegen den Sitzgurt, gegen Abgasfilter. Und dann wurden jetzt am Ende die Geschäftsmodelle angepasst, nämlich das Ausschleichen fossiler Brennstoffe. Das haben die nicht freiwillig gemacht. Das kam durch Politik. Tech-Industrieentwicklung. Ganz links, Innovation, keine Regulierung, die 90er. Bis jetzt eigentlich, weil die Regulierung der letzten 20, 25 Jahre hatte im Ziel, nicht zu regulieren. Jetzt seit 2018, 19, NetzDG und so weiter haben wir Marktversagen festgestellt und beginnen mit der Regulierung. Und irgendwann kommt dann die Zerschlagung oder die Änderung des Geschäftsmodells. Also das Hauptziel vom DSA ist, to create a safer digital space, damit alle Nutzer geschützt sind. Wir haben schon drüber gesprochen, es gibt keine proaktiven Maßnahmen als Verpflichtung. Es ist im Kern behördliche Meldung. Das sind in der EU im Moment ungefähr 450 Polizistinnen und Polizisten in allen Mitgliedstaaten, die zuständig sind für den Schutz von 400 Millionen Usern, die meistens in der Regel übrigens auch keine Expertise im Rechtsextremismus haben. Das wurde schon erwähnt. Das ist alles auf islamistischen Extremismus konzentriert. Wir haben die User-Meldung, also die Kernidee, dass der Schutz der Plattform durch digitale Bürger wären. Also meine Schwester, mein Neffe sollen sozusagen dauernd hier Sachen melden und Trusted Flaggers, die praktisch, weiß ich nicht, ehrenamtlich für die großen Plattformen die Arbeit machen. Traumatisierung, Radikalisierung, ne? Also man muss erstmal das Terrorvideo sehen, um es dann zu melden. Vertrauen, die Unternehmen machen auch einiges, aber was sie genau machen, wissen wir nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Blackbox, diese Transparenzberichte sind Marketingberichte, weil niemand irgendetwas überprüfen kann. Und dann kommt jetzt, und damit schließe ich, das Risk Assessment, die Audits und die Strafzahlung. Die Kommission hat gehört, dass da noch mehr sein muss als beim NetzDG. Und damit schließe ich allerdings mit Fragen. Das Wunderkinderprivileg. Muss die Haftungsausschlussfrage nicht neu gedacht und geregelt werden? In den USA wird dazu ganz heiß gestritten. Das ist hier in Deutschland, in der Kommission, in der EU kein großes Thema. Deswegen ist auch die Lobby der Tech-Unternehmen sehr happy damit. Die sagen, dieser Entwurf gefällt uns. Wer ist eigentlich fachlich qualifiziert, weltweit verstreute Serverfarmen und hochkomplexe Algorithmen nachvollziehbar zu prüfen? Ich habe mal mit Leuten gesprochen, die solche Sachen gebaut haben, mit Hani Farid, Professor Berkeley University, USA, der den Algorithmus mitgebaut hat, der heute genutzt wird, um Kinderpornografie Reuploads zu verhindern.
der sagt, er weiß nicht, ob das möglich ist. Das sind sozusagen die besten Köpfe, die wir haben, die nicht in diesen Unternehmen arbeiten. Die wissen nicht, ob das möglich ist. Das ist nicht wie ein Steuerprüfer, der zu einem Unternehmen geht und sich dort in die Bücher guckt. Denn welche Lessons learned gibt es denn aus anderen Industrien? Dieselgate, wenn Sie sich erinnern, da haben große Autounternehmen, weltweit führende Autounternehmen, ein Defeat-Device entwickelt, das bei der Prüfung durch Audits externe andere Werte abgibt als während dem Regelbetrieb. Also was passiert denn jetzt, wenn der Prüfer zu Facebook, Google, Twitter geht und dort seinen Laptop einsteckt? Was sieht der denn dann? Woher wissen wir denn, was da gezeigt wird? Das ist kein Misstrauen, das ist einfach nur, das ist noch viel schwerer als Abgas zu messen. Ja, ist es zu verstehen, was da wirklich auf den Plattformen funktioniert. Bankenaufsicht, Compliance, dazu arbeitet Hans-Jakob Schindler und kann Fragen dazu beantworten, was es da für Lessons gibt. Und Whistleblower, ich glaube, ohne die geht es nicht. Die frustrierten Leute, die diese großen Unternehmen verlassen, die sagen, das geht so nicht, das gefällt mir nicht, hier läuft was schief, die müssen eine Art Kronzeugenregelung kriegen, irgendeine Art besonderes Paket und dann mit den Prüfern zusammenarbeiten, weil das so komplex ist, dass wir das von außen überhaupt nicht nachvollziehen können, was tatsächlich auf den Plattformen passiert. Nächste Schritte, die Konsultation ist offen bis zum 5. Mai, dazu hat Hanna schon was gesagt. Das EU-Parlament möchte bis Ende des Jahres eine Position dazu beschließen. Die Mitgliedstaaten haben natürlich Bedenken und eigene Vorschläge. Deutschland sagt, was ist mit meinem NetzDG? Frankreich hat auch gerade ein Gesetz dazu beschlossen. Das soll verabschiedet werden bis zum Mai 23. Also wir haben noch ungefähr 2 Jahre, wahrscheinlich etwas weniger, vielleicht auch länger, aber das ist der ungefähre Fahrplan. Die Tech-Lobby hat schon Lobby gemacht. Der Entwurf ist auch wirklich, sage ich mal, wie Sie selber sagen, sehr zufriedenstellend. Und wer sich mit Kommissionsleuten unterhält aus der Datenschutz-Grundverordnungs-Entstehungsphase, weiß, was da abgeht. Das kann man mal machen, kann man mal jemanden einladen. Und deswegen muss die Zivilgesellschaft sich dringend einbringen. Jeder, der hier eine Organisation vertritt, sollte sich die Zeit nehmen, mindestens eine Seite mal aufzuschreiben, wie man sich das Internet der Zukunft der nächsten 20 Jahre in der EU vorstellt. Vielen Dank.